Die Sorge vor einer Eskalation im Nahen Osten ist groß. Wir schalten zu David Kriegleder. In Vorarlberg startet im Herbst ein Pilotprojekt für Gratisverhütung. Und es bleibt sonnig in Österreich. Guten Abend, herzlich willkommen bei ORF 3 aktuell am Abend. Schön, dass Sie da sind. Wir starten die Sendung heute im Nahen Osten, wo die Angst vor einer Eskalation zwischen Israel und der Hisbollah weiter wächst. Nach dem tödlichen Angriff der Hisbollah auf die von Israel besetzten Golanhöhen hat das israelische Kriegskabinett nun grünes Licht für eine Vergeltungsaktion gegeben. Die Hisbollah, die mit dem Iran und der Terrororganisation Hamas verbündet ist, bestreitet weiterhin, für den Angriff am Samstag verantwortlich zu sein. Nach Angaben des Büros von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu wurden er und Verteidigungsminister Yoav Gallant vom Kabinett ermächtigt, die Art und Weise sowie das zeitliche Vorgehen der Reaktion auf den Angriff zu bestimmen. Heute Montag kam es zu einem israelischen Drohnenangriff auf den Süden des Libanons, bei dem zwei Menschen getötet wurden. Und über die Situation, die aktuelle Situation, möchte ich jetzt noch genauer mit meinem Kollegen David Kriegleder sprechen. Er ist mir aus Israel zugeschaltet. Ja, Israels Premier Netanyahu hat eine harte Reaktion auf den Raketenangriff auf die Golanhöhen angekündigt. Weiß man hier denn schon mehr, wie der Gegenangriff aussehen könnte? Eigentlich nicht, denn die israelische Armee hat sich damit Informationen sehr zurückgehalten. Es gibt kaum Details zu diesen geplanten Gegenschlagsszenarien. Und es führt sogar so weit, dass angeblich selbst die Mehrheit der Minister im israelischen Kabinett, abgesehen vom Premier und vom Verteidigungsminister, nicht eingeweiht wurden, um eben zu verhindern, dass da etwas durchsickert. Was man allgemein sagen kann, ist, dass Israel im Grunde drei verschiedene Formen der Gegenmaßnahmen Optionen hätte. Das eine ist, die israelische Luftwaffe könnte ihre Luftschläge gegen Ziele der Hisbollah räumlich ausweiten, also nicht mehr nur im Südlibanon zuschlagen, sondern zum Beispiel auch in und um die Hauptstadt, libanesische Hauptstadt Beirut, die Hochburg der Hisbollah. Das wäre sozusagen eine neue Form der Eskalation und eine deutliche Botschaft. Dann als Variante 2 könnte die israelische Luftwaffe auch zivile Infrastruktur im Libanon bombardieren. Infrastruktur, die auch von der Hisbollah genutzt wird. Also das könnten Kraftwerke sein, Verkehrsknoten, Hafenanlagen und so weiter. Das Ganze würde dann dem Beispiel folgen, das Israel vor gut 10 Tagen gemacht hat, nämlich im Kampf gegen die Houthis, wo man ja im Jemen den Hafen von Hodeida bombardiert hat. Und Variante 3, das wäre sozusagen ein beschränkter Bodeneinsatz im Südlibanon, wie es Israel schon 1982 und 2006 gemacht hat. Aber das ist eine extrem riskante Option, hat schon damals nicht funktioniert und ich halte das daher für sehr unwahrscheinlich. Fakt ist, Israel möchte eine starke Botschaft senden, einen starken Vergeltungsschlag durchführen, aber Israel will gleichzeitig keinen offenen Krieg mit der Hisbollah provozieren. Das ist ein extrem heikler Spagat. Laut Berichten hat eben Israel kein Interesse daran, den Konflikt noch auszuweiten. Aber wie sieht es denn mit der Hisbollah aus? Ja, ein Vertreter der Terrormiliz Hisbollah hat heute gegenüber internationalen Medien nochmal festgehalten, dass die Hisbollah ebenfalls kein Interesse an einem offenen Krieg habe, aber dafür bereit sei. Das ist im Prinzip der Standpunkt, den die Hisbollah seit dem 8. Oktober vertritt, als sie damals begonnen hat, Israel zu beschießen aus Solidarität mit den Palästinensern. Wir haben also eine Situation, wo de facto weder Israel noch die Hisbollah am Ausbruch eines offenen Kriegs interessiert ist, aber es wird jetzt eben ganz massiv vom Ausmaß des israelischen Vergeltungsschlags abhängen, ob da nicht doch eine Art gefährliche Eskalationsspirale in Gang getreten werden könnte, die dann unter Umständen keine der Konfliktparteien noch kontrollieren könnte. Und wie ist denn derzeit die Stimmung auch bei der israelischen Bevölkerung? Ist da die Sorge vor einer Eskalation groß? Ich würde sagen, die Stimmung in der israelischen Bevölkerung ist angesichts dieser jüngsten Entwicklungen relativ gefasst. Das liegt natürlich auch daran, dass dieses Damoklesschwert eines offenen Krieges an der Nordfront, an der Grenze zum Libanon, ja jetzt mittlerweile schon fast 10 Monate über Israel hängt. Es gibt
Selbstverständlich Gruppen und Teile der israelischen Bevölkerung, zum Beispiel jene Zehntausenden Menschen, die ja durch diesen Hisbollah-Beschuss schon lange vom Norden vertrieben wurden, und vielleicht auch die Angehörigen aus diesem Drusendorf, wo deren Kinder durch diesen Hisbollah-Raketenangriff getötet wurden, die tatsächlich sagen, dass sie sich eine harte Reaktion wünschen und die sich sagen, sie wünschen sich, dass der Hisbollah eine Lektion erteilt wird. Aber insgesamt muss man schon sagen, dass natürlich auch Sorge innerhalb der israelischen Bevölkerung besteht, denn die Israelis wissen schon ganz genau, dass ein offener militärischer Schlagabtausch mit der Hisbollah, die über so ein riesiges Raketenarsenal besitzt, vom Iran gespendet sozusagen, die Israelis wissen, dass die Hisbollah ein wesentlich härterer Gegner, ein wesentlich gefährlicherer, größerer Brocken wäre, als das die Terrorgruppe Hamas im Gazastreifen ist. Und damit sage ich vielen Dank, David Kriegleder, für diese Einschätzungen. Und wir bleiben noch im Ausland, aber blicken weiter nach Venezuela. Dort gibt es nach der gestrigen Präsidentschaftswahl ein offizielles Ergebnis. Laut Wahlbehörde geht der Sieg an den amtierenden Sozialisten Nicolas Maduro. Aber die Opposition spricht allerdings von Unregelmäßigkeiten. Wie ein Popstar lässt sich Nicolas Maduro am Abend von seinen Anhängern vor dem Präsidentschaftspalast in Caracas feiern. Ich bin Nicolás Maduro Moro, der wiedergewählte Präsident Venezuelas, und ich werde weiterhin unsere Demokratie, unsere Gesetze und unser Volk verteidigen. Kurz zuvor hatte der Chef der Wahlbehörde verkündet, dass Maduro mit 51,2% der Stimmen für 6 weitere Jahre wiedergewählt worden sei. Auf seinen Herausforderer Edmundo González Urrutia entfallen entgegen aller Prognosen nur 44% der Stimmen. Der spricht am Abend von Wahlbetrug. Hier wurde gegen alle Normen und Gesetze verstoßen. Zum Beispiel wurden zahlreiche Stimmen absichtlich nicht ausgezählt. Eine Sorge, die auch international geteilt wird. Während der Kreml Maduro heute beglückwünscht, zeigt sich der US-Außenminister skeptisch. Wir haben ernsthafte Bedenken, dass das bekanntgegebene Resultat weder den Willen noch die Stimmen des venezolanischen Volkes widerspiegelt. Jene der Exil-Venezolaner jedenfalls nicht. Vor den Botschaften in Argentinien, Chile und Mexiko brechen am Abend Proteste aus. Das ist nicht gerecht. Ich will endlich in ein freies Venezuela zurückkehren, sagt diese Frau. Und nun sei das offenbar auch weiterhin nicht möglich. In Frankreich sind Glasfaserkabel mehrerer Internetanbieter beschädigt worden. Die Polizei spricht von Sabotagenakten. Medienberichten zufolge sind 6 der rund 100 französischen Departements betroffen. Die Hauptstadt Paris, wo gerade die Olympischen Spiele stattfinden, ist demnach aber nicht betroffen. Mehrere Anbieter bestätigen, dass ihre Dienste beeinträchtigt seien. Französischen Medien zufolge sind auch vom Unternehmen SFR betriebene Leitungen beschädigt. Bereits am Freitag, dem Tag der Eröffnung der Olympischen Spiele, haben Sabotageakte an Glasfaserkabeln weite Teile des französischen Bahnverkehrs lahmgelegt. Die Regierung in Frankreich geht von linksextremen Tätern aus. Hunderttausende Reisende sind betroffen gewesen. Laut dem französischen Verkehrsminister würden seit heute aber alle Züge wieder normal fahren. Und damit kommen wir ins Inland. Mit einem neuen Epidemiegesetz wollte die türkis-grüne Bundesregierung ihre Lehren aus der Corona-Pandemie ziehen. Denn das derzeitige Gesetz stammt ja in seiner Grundform aus dem Jahr 1913. Zwar wurde es in den vergangenen Jahren mehrmals überarbeitet, aber eine umfassende Neufassung ist ausgeblieben. Seit 2023 liegt der Entwurf für eine Neufassung des Epidemiegesetzes in einer Schublade des Gesundheitsministeriums. Das alte ist 111 Jahre alt, trotzdem hat das neue noch nicht das Licht der Welt erblickt. Denn die nötige Abstimmung mit den anderen zuständigen Ressorts und den Ländern ist bis dato noch nicht gelungen. Das Epidemiegesetz neu ist ein komplexes Vorhaben mit einer Unzahl von Stakeholdern. Gespräche dazu laufen, auch mit den Bundesländern. Da geht es darum, auch die Erfahrungen, die in der Pandemie oder während der Pandemie gemacht worden sind, auch international mit einfließen zu lassen. Das wird sich in dieser Legislaturperiode nicht mehr ausgehen. Das ist Faktum. Eine Absage für die Reform sei das aber nicht. Im Gegenteil. Und es wird die Aufgabe der nächsten Regierung sein, das dann zu finalisieren. Die geplante Gesetzesnovelle war eine Reaktion auf einen Bericht des Rechnungshofs. Dieser hatte das Pandemiemanagement der Bundesregierung scharf kritisiert.
Das bisherige Gesetz sei nur für lokale Krankheitsausbrüche, also Epidemien, sinnvoll, nicht aber für weltweite Pandemien, so das Resümee. Und damit zu einem anderen Thema. Laut dem österreichischen Verhütungsbericht spielen vor allem finanzielle Aspekte bei der Wahl der Verhütungsmethode eine wichtige Rolle. Aber der Zugang dazu soll keine Frage des Einkommens sein, so der grüne Gesundheitsminister Johannes Rauch. Deshalb startet in Vorarlberg am 1. Oktober ein Pilotprojekt zur Ausgabe kostenloser Verhütungsmittel. Dabei sollen insgesamt 3.500 Frauen eine kostenlose Verhütungsberatung und Gratisverhütungsmittel für ein Jahr erhalten. Und dafür haben sich auch schon 450 Frauen gemeldet, so Rauch. 1 Million Euro werden für das Projekt zur Verfügung gestellt. Und damit die Wetteraussichten. Der Abend verläuft sonnig und meist trocken. In der Nacht ist es dann klar, nur vereinzelt fällt Nebel ein und dazu wird es frisch. Morgen erwartet uns strahlender Sonnenschein, lokale Nebelfelder lichten sich rasch. Auf weiten Strecken ist der Himmel tagsüber wolkenlos. Höchstwerte 26 bis 32 Grad, in 2000 Meter Höhe um 17 Grad. Bei Kultur heute begrüßt Sie um 19.40 Uhr mein Kollege Peter Fesslacher. Um 19.40 Uhr in Kultur heute. Richard Strauss in Salzburg. Bei den Festspielen feiert Capriccio in einer konzertanten Aufführung seine Premiere. Heinz Sichrowski war für uns dabei und urteilt. Und von Kurt Tucholsky bis Stefanie Sargnagel. Bei der Sommerrhapsodie in Wien lesen Michael Mertens und Marie-Louise Stockinger. Heute sind beide zu Gast. Kultur heute um 19.40 Uhr. Das war ORF 3 aktuell am Abend. Schön, dass Sie mit dabei waren. Wie gewohnt sehen Sie die Nachrichten jetzt auch noch in einfacher Sprache. Im Namen des gesamten Teams bedanke ich mich fürs Zusehen und wünsche einen angenehmen Abend. Auf Wiedersehen.